Basti, aufstehen. Ich habe gut geschlafen hier in diesem Busch. Ja, hallo, wir müssen die Kristallrücken hier töten. Ja, natürlich. Was meinst du, was ich schon die ganze Zeit tue? Ey, wo ist mein Raptor? Der ist wahrscheinlich wieder in seiner Eierschale. Du musst ihn rausholen. Die ganzen Kristallrücken, Basilisken. Ja, also vielleicht habe ich schon ein bisschen aufgeräumt, während du geschlafen hast. Oh. Hier rechts sind noch mehr, komm mit. Mann, ich dachte, wir machen das zusammen. Wenn du immer so lange schläfst, dann habe ich irgendwann auch keinen Bock mehr zu warten. Wow. Die ganze Zeit bist du am Rummeckern, wenn irgendwas nicht richtig läuft. Und dann selber so einen Mist machen. Toll. Eigentlich habe ich gerade nur zwei getötet, während du geschlafen hast. Ich weiß ja nicht, was da los ist. Das würde ich jetzt auch sagen. Wirklich? An deiner Stelle. Ja, da deswegen sieht doch noch gehört mehr. Der gehört jetzt mir. So, hier, nimm das und zack. So, perfekt. Und der da hinten ist auch meins. Komm her, Fettsack. So. Und da hinten noch. Warte. Wie viel? Hä? Guck mal hier, die sind eingefroren. Du musst, Basti, hast du dein Was? Die sind eingefroren. Wie eingefroren? Oder versteinert. Du hast recht, was zum... Wie sieht das denn... Wie kommt das dazu? Keine Ahnung. Was ist hier passiert? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Das ist sehr seltsam. Wie viel fehlen dir denn noch, Basti? Mir fehlen noch... Hier links. Nee, das ist ein Tiger. Mir fehlen noch 11 Bisse. Und noch zweimal Blut. Okay. Halleluja. Und dir? Mir, also ich bin vollständig. Ich habe schon alles eingesammelt. Was? Ja, du warst halt lange weg. Alter. Na gut, jetzt müssen wir halt umso länger warten, Baloui. Ja, aber das war dumm von dir. Nein, das habe ich ja nicht heute gemacht. Du hast 48 Stunden geschlafen, mein Freund. Baloui, es war trotzdem dumm von dir. Du hättest mich wecken können. Ach, jetzt nächstes Mal. Jetzt müssen wir halt umso länger warten. Tja. Aber es gibt doch... Ich bewege mich ja nicht vom Fleck. Guck doch mal auf deine Karte. Ich glaube, es gibt noch weitere Orte, wo die sein können. Nein, also... Bitte. Oh, dann koche ich uns halt was. Wir müssen warten, bis sie wiederkommen. So. Bitte. Nein. Jetzt habe ich ein Feuer gemacht. Ich habe gar nichts, was ich kochen könnte. Tja. Toll. Du bist schuld an diesem Schlamassel. Nein, bin ich nicht. Doch. Nein, bin ich nicht. Doch. Nein. Mein kleiner Raptor hat geschrien und hatte Hunger. Was soll ich denn tun? Ich muss es halt auffüttern. Mich wecken? Aber dann wäre nicht genug Fleisch für uns beide da gewesen. Doch? Nein, wäre es nicht. Das kann ja noch ewig dauern. Es gibt bestimmt noch mehr. Du bist nur zu faul zum Suchen. Nein, Palui. Doch, bestimmt. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Hier haben wir ein... Oh nein, das sind die Kunstens-Heinis. Nee, mit denen will ich nichts zu tun haben. Hier oben... Die Basilisken sind doch hier oben, sind welche. Ah, Basti, komm mit dem Berg hoch. Hier sind noch ganz viele. Ich bewege mich nicht vom Fleck weg. Ich bin Basti. Ja, komm, wenn du so einen Mist machst. Ich hab keinen Mist gemacht. Nein, überhaupt nicht. So. Jawohl, hier sind welche. Genial. Sag ich doch. Nur weil du die Augen nicht aufmachen willst. So, ich habe das Blut und... Wir brauchen noch etwas für dein Tier. So. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Und ist es satt? Ne, es fehlen noch 2 Bissen. Die kriegt es von dem da. Hier, nimm das. Und das. Zack, ich hab's getötet. Ich hab's geschafft, Baloui. Sehr schön. So, dann, wo mussten wir hin? Ach, zu den Typen, ne? Jo. Oder wollen wir erst, wie hat er gesagt, bei, hier zu der Expedition, weißt du, was ich meine, was er erzählt hat?
dass da der Typ hin wäre. Können wir doch danach hingehen. Na gut. Oh, oh. Aua. Ja, da hast du doch noch welche. Da waren sogar noch mehr. Sicher, dass das eine gute Idee ist, durch Kunst ins Lager zu... Ich glaube, die sind Manuel, immer noch sauer auf uns. Du weißt, dass ich stark bin. Stärker als du. Mir macht das nichts aus, wenn sie mich kratzen. Ah, wart's mal ab, bis das eine größere Wunde wird und sich entzündet. Dann wirst du dich nicht mehr so ein... Ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich schwarz-weiß werde und mir der Arm abgenommen wird. Der Arm direkt? Das ist aber brutal. Keine Ahnung, könnte ja sein. Hm. Ist alles schon mal irgendwo vorgekommen. Ja, da hast du recht. Ja, vielleicht finde ich dann einen Weg, dich mit Magie zu heilen. Du weißt, ich bin ein mächtiger Magier. Ich wette, du würdest mich aus Versehen töten. Ich dich? Nein, das würde ich nicht tun. Du bist mein Freund. Nein. Ach, Basti, was du dir immer in deiner Fantasie ausmalst, verstehe ich echt nicht. Ja, das geht schon mit. Bruder Nimetz. Etwas in diesem Elixier ist nicht das gerade gesundheitsförderlich, Basti. Ich habe meine Analyse zwar noch nicht beendet, aber ich kann es spüren. Okay. Das reicht. Wartet bitte einen Moment, während ich teste. Okay. Ich habe das Basiliskenblut aus dem Elixier reduziert. Dabei habe ich einen ungewöhnlichen Bestandteil gefunden. Es scheint sich um eine Art blauen Kristall zu handeln. Es ist kein singender blauer Kristall. Und auch kein pulsierender blauer Splitter. Kein Stück des Gedankenauges. Nein, so etwas haben wir im Schlingdorntal noch nie gesehen. Jemand muss doch noch etwas von dieser Substanz besitzen. Ich will sie haben. Seht bei Kurzens hochhaarigen Truppen hinten in ihrer Höhle nach. Okay. Was soll das denn für ein Stein sein? Schönen Tag. Keine Ahnung. Okay. Hier, Corporal. Was kann ich für euch tun? Sie wirkt schon größer, wie ihr seht. Wachsen diese Raptoren schnell. Ihr könnt von Glück sagen, dass ihr eine so starke Begleiterin gefunden habt. Behaltet sie bei euch, solange es geht, Balui. Und Basti, sie wird euch bestimmt irgendwann als Gewinn für euch erweisen. Okay. Doch nun zu was anderem. Ich stelle ja gerade eine Sammlung von Trollgeschichten und Legenden für ein persönliches Projekt zusammen. Vielleicht könntet ihr mir helfen, einige davon zu finden. Die Blutskalpe in den Ruinen von Balal an der Küste im Südwesten besitzen eine große Schrifttafel, auf der einige ihrer Geschichten festgehalten sind. Ich würde euch natürlich für die Geschichten, die ihr mir bringt, entschädigen. Okay, schönen Tag, vielleicht kommen wir daran vorbei, aber so eine blöde Steintafel suchen, das wäre jetzt nicht so das, was mich so am meisten interessiert hier. Danke, Basti. Ich lag mit meiner Vermutung anscheinend richtig. Die drei Gefangenen scheinen der Krankheit, die Kurzen und den Rest seiner Männer ergriffen hat, entkommen zu sein. Vor eurer Ankunft teleportierte Emerine sich und die anderen nach Sturmwind, um sich nach all den Entbehrungen zu säubern. Sie haben versprochen, bald zurückzukommen. Okay. Ich bin stärker geworden. Unsere Verbündeten wurden aus Kurzens Truppenlager evakuiert. Nun müssen wir es ein letztes Mal angreifen. Sie werden nie wieder so schwach sein wie gerade. Und mit eurer Hilfe können wir sie vielleicht so weit schwächen, dass sie sich nicht mehr davon erholen. Diese vier Namen, die in den Offiziersakten erwähnt wurden, Anders, Gaulus, Miranda und Esquivel, sind die höchstrangigen übrig gebliebenen Soldaten. Sucht nach ihnen in der Höhle im hinteren Teil des Truppenlagers. Da war eine Höhle? Sollten diese vier verschwinden, werden die Konsequenzen für Kurzens Streitkräfte verheerend sein. Okay. Hey, hab mich schon gefragt, dass das nicht alles sein konnte da in dem Lager. Also. Na, gut. Balu, du scheinst wieder stärker geworden zu sein. Bin ich auch. Irgendwann bin ich stärker als du. Wart's nur ab, Basti, wart's nur ab. Aber ich bin trotzdem stärker als wie du. Nur zeitweise. Dann werden wir schon sehen. Zeitweise. Zeitweise heißt, dass du vielleicht im Moment stärker bist, das sich aber bald erledigt haben wird, wenn ich mit meiner Magie weiter trainiert habe. Weißt du was? Das hat mir gut getan, der Tag ohne dich, ganz ehrlich. Einfach mal ein bisschen üben, ein bisschen Magie machen, wenn du nicht immer so viel schlafen würdest. Naja, aber das Thema hatten wir ja schon. Ja gut, dann mache ich auch demnächst mal was alleine, komplett alleine, um noch stärker zu werden als wie du. Das Problem ist, so viel wie du schläfst, kriegst du das nicht mal mit. Ha, ha, ha. Oh, hier ist einer von seinen Kommandanten. Wo? Hier vorne, direkt am Eingang. Aua. Echt? Ja. Weg mit dir.
So. Das interessiert mich nicht. Hui. Nee. Ja, toll. Ich kann mich nicht selber heilen. Balui, komm schon. Bin am Weg. So, die sind viel zu einfach hier. Aua, wie die sind zu einfach? Aua. Basti, wie kannst du sagen, dass sie zu einfach sind? Die tun mir weh. Ich dachte, du hättest trainiert und du bist stärker. Ach, ich habe ein paar von den... Ich brauche ein Ziel. Wir haben nur ein paar von den... Ich habe doch nur 3, 4 Basilisken getötet. Oder 4 oder 5. Oder? Und dann glaubst du schon, du bist stärker? So wie du gerade hochgeschwollen geredet hast. Ja, also, du könntest das auch mal... Ich hasse es, dass du immer sagst, du bist der Stärkere. Du kannst einfach halt mal ein bisschen netter zu mir sein. Es ist halt eine Tatsache. Tut mir leid, Balui. Ja, siehst du schon wieder von oben herab. Du kannst dir doch einfach... Wer beschützt dich die ganze Zeit? Komm hier runter. Ja, du natürlich. Aber ich würde es halt auch zum Teil ohne dich schaffen. Nicht so schnell, aber... Oh, ich habe den blauen flüsternden Stein, Balui. Du hast recht. Hier, guck mal, ich brauche gar nicht viele Schläge. Ja, ich guck mal, siehst du, ich habe einen Zauber drauf und mein S umgefallen. Wow. Oh, hä, wer ist denn da? Wo kommst du her, Kollege? Wer denn? Ich lasse mich doch hier von niemandem was antun hier. Wo sind wir denn hier? So. Ich glaube, hier, das muss... Oh, was hast du? Oh, hier, da. Nimm das. So, der Nächste erledigt. Wie bist du da hochgekommen? Ich bin, Warte, Balui. Was machst du da? Ich bin falsch gelaufen, glaube ich. Bin hinter dir. Nein, geh da nicht lang. Oh. Aber ich muss doch noch die Sachen aufheben. Ich habe sie vergessen. So, wenn ich mich nicht täusche, müssen wir jetzt dann nur noch irgendwo hier lang. Der hat aber hier ein schönes Lager sich eingerichtet, muss man sagen. Findest du? Naja, irgendwie schon. Oder ist dir das hier zu eintönig? Das ist eine Höhle, verdammt nochmal. Naja, aber ich finde, das, was er aus der Höhle gemacht hat, ist sehr schick. Nein. Meins wäre ein Palast. Ja, du kannst ja gerne aus einer Höhle einen Palast bauen. Balui, irgendwann, wenn das alles hier vorbei ist, werde ich mich irgendwo niederlassen, dort, wo es mir richtig gut gefällt. Ja, mit mir? Ah, nee, es sollte ja da gefallen, also ist schon okay. So. Verstehe ja schon. Gut. Ich glaube, wir haben es, oder? Hast du alle Anführer getötet? Ich habe nicht einen einzigen angegriffen. Ja, ja, ich habe schon 3 getötet. Ja, ist gut. Du bist der Stärkere. Fühlst du dich jetzt besser? Aber ich glaube, mir fehlt noch einer. Wir müssen doch 4 töten, nicht 3. Ja, ich weiß. Ich bin noch auf der Suche danach. Aber erstmal sagen, wir hätten schon alle. Ja, ich habe erst gedacht, okay, es sind nur 3. Aber dann ist mir eingefallen, es sind 4. So. Na gut. So, und der Letzte ist da hinten. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass sie immer mehr Geld dabei haben? Am Anfang hatten die doch immer so ein paar Kupferstücke und jetzt ist irgendwie... Mir wäre es recht, wenn sie Gold dabei hätten. Ja, das stimmt, aber vielleicht sind die selber nicht reich genug. Na, das hier ist aber nicht schön. Also da fand ich das Lagerfeuer von dem einen ein bisschen schicker. Hier ist alles sehr langweilig eingerichtet. So, Balui. Ja? Ich glaube, ich werde mich... Oh, warte mal, ich muss noch was öffnen hier. Was ist das da? Was hast du gefunden? Ich habe hier einen Dunkelmondzylinder. Wenn ich den benutze, dann werden meine gewonnene Erfahrung und Ruf um 1 Stunde lang 10% erhöht. Nein, hast du mir auch einen mitgebracht? Nö. Aber den habe ich gerade gezogen. Was ich meinte, lass uns doch jetzt noch nach Sturmwind gehen. Ich müsste verkaufen, eventuell. Also. Und vielleicht ein paar Kräuter in die Bank lagern und so. Nun, dann lass uns nach Sturmwind. Hui. Das ist vielleicht auch schneller, als aus dieser Höhle sich rauszuwinden. Ja, eben. So. Aber Sturmwind ist wieder so groß. Ich habe mich gerade gefreut, dass wir in so einen schönen Dschungel gegangen sind. Ja, wir gehen doch da wieder zurück. Na gut, wenn du das sagst. Ich will nur die Kräuter da in die Gildenbank einlagern, damit ich auch mal was dazu beigetragen habe, Balui.
Das stimmt, das ist eine gute Idee. Oh Mann, ich frag mich nur, wie lange das dauert. Mann, dieser Stein ist echt nicht der schnellste. Überleg aber die Distanz, ne? Wow, ich bin so, da. Balu, ich bin da. Ja, ich bin ganz woanders. Ich lande immer in diesem Magierturm. Jedes Mal. Oh Mann, Mann. Ist das eine Latscherei. Ah, das ist aber tief. Aua, aua. So. Okay, Balu, ich denke, ich werde vor der Bank einfach auf dich warten. Ja, ich komme dahin. Wir sehen uns da, Basti. Dann bis gleich. Gut,